Ja, mein Name ist Trinek Peter. Ich bin Trainer der U9-Mannschaft des FC Stadlau. Unser heutiger Schwerpunkt bzw. Trainingsfokus ist das Zuspiel, inklusive Finden, kombiniert auch ein wenig mit Torabschluss bei den Spielen und Übungen. Ja, als erstes beginnen wir natürlich mit dem Aufwärmen. Hier findet eine Bewegung im Mittelkreis statt mit allen Kindern, mit dem Ball, und wir haben hier Passspiel, inklusive Zuspiele, Doppelpass und auch prallen lassen in unterschiedlichen Varianten. Amir, hab ich eh gern. Tempowechsel, wenn Sie den Ball habt, wieder Tempowechsel. Freien Spieler suchen wieder. Wir kommen dann zum Hauptteil, zum zweiten Teil Blocks des Trainings. Da beginnen wir mit einer Übung, einer Passübung, Passen in der Raute. Wir haben ja auch einige Coaching-Punkte, zum Beispiel nur bewegter Ball beim Abspiel, dann offene Stellung natürlich bei der Annahme, wie wird die Wende, die Finte durchgeführt, die Passqualität an sich, das Tempo, natürlich die Intensität. Und dann natürlich auch das Pass, der Querpass mit dem richtigen Fuß. Ganz also wirklich löst von den Hütchen, weil das ist ja eigentlich der Gegner. Anschließend gibt es ein Spiel, 2 gegen 2, auch wiederum mit Finden und Torabschluss auf 2 Minitore. Auch hier wiederum jede Menge Coaching-Punkte, zum Beispiel wie wir den Zweikampf gestalten, Schulter an Schulter, die Qualität der Finden wiederum, Tempo, Technik und natürlich die Pass- oder Schussqualität dann in die Minitore. Weiter noch, so, ja. Ja, genau. Was ist euch besonders gut gelungen dabei, eurer Meinung nach? Dass man schnell laufen lernt. Schnell laufen? Ja. Tempowechsel. Ja. Und vor allem Sprint. Man lernt Sprint. Dass man schneller mal, genau. Oder entscheiden, einmal 1 gegen 1, wann ist gescheiter, wann gehe ich 1 gegen 1 und schafft man Raum, wann ist es besser, dass ich einen Pass mache, genau. Und die Verteidiger machen es meistens wie beim Match, oder? Das passt gut zum Match, fangen es eng, genau, und die Angreifer breit, damit sie anspielbar sind, genau. Ausklang gibt es dann ein freies, natürlich aber trotzdem gecoachtes Spiel auf 2 Tore und Raum für Selbstständigkeit und die Kreativität für die Spieler. Auch hier gibt es wieder jede Menge Coaching-Punkte, wie das ganze Umblickverhalten, die Raumaufteilung, Spielaufbau, Räume schaffen durch 1 gegen 1, wie Sprung sind das Umschaltspiel, der Wechsel, Angriff, Abwehr und auch das Positionsspiel.